Bastelzeit und ich habe wieder was für meine Werkbank bekommen, was bestimmt interessant werden dürfte, und zwar dieses schöne Paket hier. Ja, wie wir sehen, ein Accuracy Agility Instrument. Yeah, your professional analytical assistant. Es ist, denke ich, nicht schwer zu erraten, das Ding hier stammt eher aus China. Wenn man es genauer wissen möchte, muss man im Kleingedruckten lesen. Das ist ein Vektorimpedanzanalysator. Klingt kompliziert, ist es auch eigentlich, komplexe Nummern und so. Ganz grob gesagt, damit kann man Antennen testen, unter anderem halt auch das. Nur gut, das hier ist, wie wir schon sehen, die N-Series. Die Seite gucken, da gibt es mehrere Modelle. Das hier ist der N1201SA. Es gibt auch noch ein SA Plus, SS und ein also 61SA. Ich glaube, die Plus haben einen größeren Frequenzbereich und irgendeiner davon, ich schätze dann der SS oder so, der wird ein Computer-Interface haben, wo man das Ding auch fernsteuern kann. Language ist Englisch angekreuzt, das ist nicht so schlecht. Also würde ich sagen, gucken wir mal, was sich da drin so versteckt. Den hier, den habe ich zum Glück bei einer Auktion geschossen. Normalerweise sind die eher teuer. Da sehen wir schon ein USB-Kabel, das ist nur zum Laden leider hier bei dem. Das Gerät in der Mitte und hier unten sieht man schon eine Anleitung. Ich kram das mal hier raus, dann gucken wir mal, was wir da so haben. Okay, also wir haben erstmal hier ein Mini-USB-Kabel, leider kein Micro oder USB-C, sondern noch der alte. Ja, geht auch noch. Und die Anleitung, da können wir schon die Unterschiede sehen. Ich habe ja den SA, der geht von 137,5 MHz bis 2,7 GHz. Die Plus-Variante, die geht von 34,375 MHz, ist also wahrscheinlich dann für Amateurfunker, die müssten irgendwo in der Ecke sein, interessanter. Wir sehen auch schon ein Bild mit entsprechend den ganzen Sachen, die es gibt, also RX, SWR, S11, Z und ESL, ja, das, ich gucke mal, ob ich das irgendwie sinnvoll gleich erklärt bekomme, aber das ist halt eher kompliziert. Die Anleitung ist zur Hälfte in Englisch, zur Hälfte in Chinesisch, sind aber trotzdem mal eben irgendwie 16 Seiten oder was, so 21 Seiten, also 21 Seiten Anleitung. Nicht das beste Englisch, aber ich hoffe, man kann es trotzdem verstehen. So, oh. Wann ist das Gerät angegangen? Das hatte ich gar nicht gesehen. Gut, offensichtlich habe ich rausbekommen, wie man es anschaltet. Hier ist ein Anschalter, also halte mit dem mal gedrückt. Geht er dann aus? Ah ja, okay. Offensichtlich bin ich gegen den Knopf gekommen. Packen wir das erstmal hier aus der schönen Plastikfolie aus. Dass wir überhaupt sehen können, was wir hier haben. Und da sind wir doch schon. Wir haben an der Unterseite den Charging Port, ein Micro-USB. Wofür der auch immer ist. Okay. Wahrscheinlich dann auch Charging. Ein Reset-Button. Seiten haben wir nichts. Rückseite haben wir nichts. Und oben haben wir ein Poti oder. Ne, ist ein Inkrementalgeber. Den können wir drehen, solange wir immer wollen und drücken. Und der RF-Port. Das ist hier so ein SMA, müsste das sein. Und da klemmen wir am Schluss dann das Gerät an, was wir testen wollen. Unterschied im Übrigen, die SMA, die haben hier in der Antenne den Pin da drin, in der Mitte. Und entsprechend die Buchse, die dann dazu gehört, hat so ein kleines Löchelchen. Und das RP-SMA, Reverse Polarity SMA, was man zum Beispiel findet, wenn man im WLAN-Bereich unterwegs ist, die haben dann entsprechend hier in der Antenne keinen diesen Stift, sondern haben in der Antenne das Löchelchen. Und entsprechend ist dann im Anschluss hier dann der Stift drin, wo man das Ganze reinschraubt. Das heißt also, man sollte definitiv nicht hier auf so einen Anschluss, wo ein Stift drin ist, eine SMA-Antenne reinschrauben, die auch einen Stift hat. Denn das würde dann heißen, die Stifte krachen ineinander und man macht die Steckerschienen kaputt. Keine gute Idee. Es gibt Adapter zwischen beiden, wenn man das braucht. Aber wie gesagt, generell hat man überall, wo Netzwerk ist, also WLAN, die RP-SMA. Das heißt also Stift am Access Point und die Antenne hat das Löchelchen. Und alles, was mit richtigem Funk zu tun hat, hat das dann umgekehrt. Einfach um zu verhindern, dass die Leute da Antennen, die nicht für WLAN gedacht sind, an WLAN-Router dran stöpseln, ohne dass die wissen, dass man da eventuell so ein paar Regulierungssachen beachten sollte. Okay, anschalten haben wir ja schon gesehen. Geht mit dem hier, ansonsten Menü vor, zurück. Okay, Control.
Ich gucke jetzt mal, ob ich hier eine passende Antenne irgendwo finde. Ich habe die Befürchtung, das, was ich hier habe, ist alles RPSMA und ich habe gerade keinen Adapter neben mir liegen. Ich gucke gerade mal. Und da haben wir etwas. Ich habe eine Antenne gefunden. Die ist von meinem LoRa-Test. Die hat einen Pin, das sieht nach SMA aus. Ohne Beschriftung 868 MHz. Das können wir dann gleich direkt mal testen. SMA ist wie RPSMA, die man von WLAN-Routern kennt. Das heißt, entsprechend hier einsetzen und festdrehen. Und dann gucken wir uns gleich mal an, was man hier mit so einem Messgerät messen kann. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was die Antenne sagt. Schalten wir das Ganze erstmal ein. Wie wir eben schon gesehen haben, das Ding hat eine interne Batterie. Und wie wir auch gerade sehen, es geht nicht mehr an. Habe ich irgendwas übersehen? Ich glaube, einschalten war Hold down the control key. Also. Okay, gerade nochmal nachgelesen. Zum Einschalten muss man Control drücken und dann okay. Ah, besser. So, das hier ist jetzt unsere erste Messmethode. Das ist die Einzelmessung. Da können wir jetzt hier durch Drehen entsprechende Frequenz einstellen. Gehen wir mal auf die 868. Pi mal Daumen. Jetzt haben wir hier die einzelnen Messwerte. Okay, und ich werde jetzt mal versuchen, grob zu erklären, was das zu tun hat. Das Ganze wie üblich stark vereinfacht. Ihr kennt es ja. Das heißt also, wenn ihr euch wirklich damit beschäftigen wollt, bitte die Sachen durchlesen. Nochmal an einer Stelle mit weiteren Informationen. Denn das ist deutlich komplexer als das, was ich hier jetzt erkläre. Fangen wir erstmal an mit dem einfachsten. R in Ohm. Das, denke ich, sollte jedem klar sein, der schon mal ein bisschen was mit Elektronik gemacht hat. R ist der Widerstand, der ohmsche Widerstand. Das heißt also wirklich, als ob wir einen Widerstand da hätten. Da spielt aber auch X und Z mit rein. X ist nämlich auch ein Widerstand, allerdings ist das ein Blindwiderstand. Das heißt also ein Widerstand, der nur bei Wechselströmen, wie zum Beispiel halt einem HF-Signal auftritt, der kommt zustande zum Beispiel durch Kapazitäten oder durch Induktivitäten, also durch Spulen, durch Kondensatoren. Und das muss kein wirklicher Kondensator oder Spule sein, denn wir wissen ja, wenn wir ein Kabel irgendwie hinlegen, zwei Kabel nebeneinander, dann bildet sich dazwischen auch ein kleiner Kondensator. Und Z, das ist mehr oder weniger so die Summe, also nicht die Summe, sondern eher so quadratisch wird das berechnet, aus den beiden hier. Das heißt, aus den beiden bildet sich dann Z. Bei einer typischen Antenne versucht man dabei üblicherweise auf eine Impedanz von 50 Ohm zu kommen, also hier Z 50 Ohm. Wir sehen, das ist hier nicht ganz der Fall und das wird man in der Praxis wahrscheinlich auch nicht schaffen. Insbesondere da diese Impedanz frequenzabhängig ist. Das heißt also, wenn ich 50 Ohm erreiche bei zum Beispiel hier 878 MHz, bei Frequenzen, die drunter oder drüber sind, da haben wir dann eine komplett andere. In der Praxis ist es also nicht wirklich möglich, eine Antenne zu bauen, die ideal bei vielen Frequenzen ist. Meistens sind es irgendwelche Kompromisse, unter anderem natürlich, weil zum Beispiel bei WLAN haben wir ja auch viele verschiedene Kanäle und die Antenne muss sie halt alle irgendwie können. Das heißt, man versucht dann, das so auszugleichen, dass es bei allen okay ist, aber man hat halt auch immer je nach Kanal ein bisschen Unterschiede drin. Hier sehen wir jetzt 47,8. Ist mit Sicherheit keine gute Antenne, die jetzt hier dran hängt, aber nee. ESL ist im Prinzip sowas ähnliches wie R in dem Fall. Grob gesagt, welche Spule müssten wir anschließen, um dasselbe Ergebnis zu bekommen, wie das, was wir jetzt messen, brauchen wir üblicherweise nicht. Für uns wichtiger sind diese beiden Angaben, der VSWR und der S11-Parameter. Das ist das Wichtige, wenn wir mit Antennen arbeiten. Die hängen alle, wie gesagt, miteinander zusammen und SWR und S11 ist quasi auch dasselbe mit anderen Methoden, wie man das anzeigen kann. Im Prinzip geht es darum, dass wir ja mit unserem Funkgerät hier etwas raussenden und wir wollen ja im Prinzip, dass das hier die Antenne hochgeht und dann hierdurch nach draußen geht in die Luft. Das funktioniert aber wirklich nur, wenn alles aufeinander passt. Ansonsten kann es nämlich passieren, dass es Reflexionen gibt. Das heißt also, es wird nicht alles abgestrahlt, sondern ein Teil von dem Signal kommt plötzlich über die Antenne wieder zurück und kommt hier bei unserem Funkgerät wieder an. Das hat zwei Nachteile. Zum einen, hier kommt plötzlich auf unserem Sendeport was an. Das kann zu einem Problem werden, je nachdem wie groß das wird, was aber für uns viel problematischer ist oder wahrscheinlich interessanter ist. Naja, nicht alles, was wir raussenden, kommt als Funk raus. Das heißt, wir verlieren entsprechend da an Leistung, die gar nicht für den Funk benutzt wird. Und entsprechend wird dann auch Reichweite oder Qualität schlechter.
Bei Wikipedia kann man das auch relativ gut sehen. Ja, das sieht jetzt kompliziert aus. Ich erkläre es euch. Wir gucken jetzt erstmal hier auf dieses Cyanblau, auf diese eine Welle. Gehen wir mal davon aus, hier links wäre unser Empfänger. Dann haben wir hier dieses Cyanblaue, was wir raussenden. Wir senden jetzt also eine geringe Spannung, jetzt haben wir eine hohe Spannung, wieder runter und so machen wir das in Sinus und so bildet sich ja eine Frequenz. Jetzt haben wir das Kabel und wenn wir hier gucken, diese hohe Spannung, dieser hohe Spannungspegel, der breitet sich mit der Zeit im Kabel aus, geht immer weiter durchs Kabel durch, bis das es irgendwo ankommt. Jetzt haben wir hier hinten aber diese Linie. Das ist eine Stelle, wo sich die Impedanz ändert. Das kann zum Beispiel sein, weil ihr jetzt auf ein anderes Kabel geht, was nicht passt. Das kann sein, dass das eure Antenne ist, die nicht zur Frequenz passt und deswegen einen höheren, nennen wir es mal, Übergangswiderstand zur Luft hat. Jedenfalls passiert hier an der Stelle zwei Sachen. Ein Teil von unserer blauen Energie, die wir senden, die geht hier hinten immer noch weiter. Das ist zwar von der Amplitude her, also der Spannung, die wir rausgeben, sage ich mal, ist das kleiner als das Signal, was wir gesendet haben, aber das Signal ist noch da. Was wir allerdings haben, ist jetzt noch ein Rest. Was ist mit der restlichen Leistung, die nicht weitergeht? Na, das ist das Grüne hier. Das ist die Reflexion. Wenn wir jetzt hier sehen, die Reflexion geht hier auch nach hinten und die läuft jetzt quasi in die andere Richtung. Die läuft jetzt von dieser einen Stelle in Richtung von unseren Empfänger. Und jetzt haben wir noch eine Farbe, nämlich Rot. Rot ist die Summe. Wenn wir nämlich mal gucken, wir haben jetzt hier so Stellen, wo Grün und Blau in dieselbe Richtung gehen, zum Beispiel nach unten oder jetzt Grün und Blau beide nach oben. Und wenn wir das zusammenzählen, dann haben wir diese rote Linie hier, die wir kriegen. Und ihr stellt eventuell was fest, das ist das, was so gelb gemacht ist. Die rote Linie, die bewegt sich nicht wirklich vor und zurück, im Gegensatz zu den anderen. Da geht ja eine nach links, eine geht nach rechts. Die rote allerdings, die schwingt immer hier auf denselben Stellen. Und das ist eine sogenannte stehende Welle. Das ist also ja, eine Funkwelle, die aber immer an derselben Stelle im Kabel quasi bleibt. Und das kann zu Problemen führen. Und das ist im Prinzip das, was wir hier mit dem SWR, dem VSWR Voltage Standing Wave Ratio messen. Was wir hier sehen wollen, ist im Prinzip eine Standing Wave Ratio von 1,0. Das wäre die optimale Antenne. Das heißt, alles, was wir raussenden, geht auch wirklich über die Antenne nach draußen. Es kommt nichts mehr zurück. Wird man in der Praxis nicht erreichen, aber man sollte es zumindest versuchen. Und wie versucht man das? Naja, wie gesagt, man versucht die Antennen zum Beispiel auf die richtige Länge zu machen, sodass die Antennenlänge zur Wellenlänge passt und dadurch eben nicht hier so eine Bruchstelle entsteht, wo das Signal wieder zurückgemauert wird. Generell sagt man, wenn wir von SWR reden, so unter 2 bis 3 ist okay. Das heißt also, die Antenne, die ich jetzt hier gemessen habe, die würde ich auf jeden Fall nicht für diese 878 MHz da benutzen wollen. Was wir auch noch hier machen können, ist einmal OK drücken, dann ändert sich die unterste Zeile. Hier kriegen wir jetzt den Phasenwinkel angezeigt. Wenn der interessant ist, können wir den auch so holen. Mit OK kommen wir wieder zurück. So schön die ganzen Messwerte hier sind, das ist nicht unbedingt nützlich, wenn man irgendwie eine Antenne tunen möchte oder man sehen möchte, wofür die Antenne jetzt wirklich so am sinnvollsten geeignet ist. Dann drücken wir nämlich einmal M und kommen in eine andere Anzeige. Die sieht erstmal hier so aus. Und die Bedienung, die ist hier ein bisschen nervig, vor allen Dingen, weil auch hier oben dieses Ding, dieser Impulsgeber leider ein bisschen in meinen Augen spiegelverkehrt ist. Wenn ich nämlich so rumdrehe, wie man normalerweise Minus drehen würde, geht er nach rechts und nicht nach links. Aber gut, ihr seht eventuell den roten Kasten, der hin und her geht oder roter Text. Damit kann man auswählen, was man jetzt einstellen möchte. Zum einen können wir auswählen, was wollen wir denn überhaupt anzeigen. Zum Beispiel die VSWR, wir können die Z anzeigen, wir können R anzeigen, X, S11, dann wieder VSWR. Ich lasse es erstmal bei den VSWR, das ist so mit der sinnvollste Parameter. Das nächste, was wir haben, ist hier die Vergrößerung. Da können wir einstellen, wie viel wir denn sehen wollen. Im Moment können wir hier sehen, hier sehen wir nicht wirklich sinnvoll viel. Was aber daran liegen könnte, dass wir bei der völlig falschen Frequenz sind. Das machen wir dann hier unten. Hier geben wir nämlich ein die Startfrequenz und die Endfrequenz. Momentan zeigt er alles an zwischen 399,970 MHz und 500 MHz. 399 können wir im Prinzip lassen. Allerdings, das hier ist ja eine 868 MHz Antenne, also gehen wir mal bis 900 MHz, sagen wir mal, hoch. Und hier sehen wir doch, da tut sich doch schon eher was. Da haben wir was. Was wir jetzt machen können, ist den hier erstmal noch den Start ein bisschen näher ransetzen, sagen wir mal 799. Und was wir machen können,
ist jetzt hier oben uns einen Marker setzen. Den machen wir dann mal auf 868. Pi mal Daumen. So, die Vergrößerung noch ein bisschen besser. Und hier sehen wir jetzt, wie das Ganze aussieht, und das ist ein relativ schlechtes Beispiel. Wir haben nämlich hier eine SWR, hier oben sehen wir es auch, von 4,6. Das ist definitiv keine gute Antenne für 868 MHz. Ich mache mal gerade eine andere drauf, ob wir da ein sinnvolleres Bild bekommen. Und die sieht auch schon deutlich besser aus. Und was wir hier sehen können, das ist, dass es hier so runter geht und dann wieder hoch geht. Die tiefste Stelle, das ist die Frequenz, wo wir den besten Empfang oder die beste Sendeleistung haben. Und wir gucken, unser gelber Pfeil, das sind die 868, irgendwas Megahertz, sind ein bisschen draußen, aber auch hier haben wir noch 1,4. Das ist, denke ich, ganz okay. Wir hier mal ein bisschen vergrößern. Immer die Hände wegnehmen, weil das Problem ist, die Hände haben halt auch eine gewisse Kapazität. Das heißt, wenn man da in die Nähe von der Antenne geht, dann ändert sich das komplette Verhalten von dem Ding. Aber wenn wir das hier so machen, sehen wir, ja, wir sind nah dran. 1,5. Versuchen wir das mal hier einzustellen. Wenn wir hier oben hingehen, können wir ja den Marker wieder verändern. Dann drehen wir den einfach mal ein bisschen nach links, holen die Hände weg, gucken, ob ich getroffen habe. Ja, das ist Pi mal Daumen so die niedrigste Stelle. Das heißt, bei 854, 855 Megahertz ist die Antenne am besten. Allerdings, ist jetzt nicht so weit draußen. Ich denke, damit kann man leben. Die würde ich benutzen, die hier, die gebogene, eher nicht. Zumindest solange das Ding liegt. Aber betreibt ihr die Antennen im Liegen? Nee, üblicherweise stellen wir es hin. Und das mal einfach hinstellen. Ich hole mal meine Hand da wieder weg. Dann sehen wir, das Ganze ändert sich schon wieder. Und das hier, das sieht dann wieder anders aus. Wenn wir mal bei unseren 868 gucken, da haben wir nämlich jetzt 1,63. Ist okay. Aber am besten ist die Antenne eher weiter in Richtung rechts. Da sagen wir mal Pi mal Daumen hier bei 887 MHz. Wie kommt das? Naja, die Antenne wird Dual Use sein. Das wird wahrscheinlich eine Antenne sein, die ist dafür gedacht, sowohl bei 868 MHz zu operieren, aber auch bei 910 MHz, was die amerikanische Frequenz ist. Also wahrscheinlich nur eine Antenne, die beides dann abwickeln soll. Ist aber alles unter 2, also ich denke, das ist okay. Geht natürlich immer besser, aber meh. Und dann machen wir noch eine WLAN-Antenne dran. Das ist von einem 2,4 GHz WLAN-Router. Das geht natürlich auch. Wie gesagt, muss man aufpassen, weil hier haben jetzt beide keinen Stift drin. Das heißt, wir brauchen hier so einen Adapter, der aus SMA ein RP-SMA macht. Der verfälscht ein bisschen mit Sicherheit auch die Messung, aber ich denke, das ist akzeptabel. Auch die stellen wir wieder nach oben, weil das ist halt so das, wie man das eigentlich betreibt. Gucken wir uns mal an, was der sagt. Da müssen wir jetzt natürlich unsere ganzen Frequenzen wieder anpassen. Und wenn wir hier gucken, das ist jetzt von 1930 bis 2700 und wir sehen hier schon, hier ist auf jeden Fall ein sehr starke Resonanz, was fast auf 1 sogar runtergeht. Ich nähere mich da einfach mal an, wo das ist. Und wenn wir gucken, die beste Frequenz ist hier, ja, Pi mal Daumen, 2,389, nah genug dran. Ich denke, mit 2,4 GHz haben wir da kein Problem. Ist ein bisschen unterhalb von dem, was ich gerne gesehen hätte, weil ich glaube, das 2,4er WLAN-Band fängt bei 2410 oder sowas an. Aber wir sehen, das ist alles noch okay. Wenn wir mal auf 2410 gehen, dann sind wir irgendwo hier in dem Bereich. Und auch da haben wir, wenn ich die Pfoten wegnehme, 1,15 als SWR. Je nachdem, was er gerade hat. Ich schätze mal, das ändert sich sogar noch, wenn ich mich wegbewege, geht es sogar noch besser. Also das sind durchaus ganz gute Werte. Dass das nicht immer so sein muss, können wir uns auch angucken. Ich habe zum Beispiel dieses Schlachtross hier. Das ist eine Yagi-Antenne. Die sind gerichtete Antennen. Und die hier sagt der Hersteller Yagi 2,4G. Das soll eine WLAN-Antenne sein für 2,4 GHz. Jetzt mal davon abgesehen, dass man da in Deutschland sehr vorsichtig sein sollte, sowas anzuklemmen, weil EIRP und sowas. Machen wir die doch mal hier dran und gucken, was der VNA dazu sagt, zu den 2,4 GHz hier.
Ja, es ist zumindest mal nicht ganz so weit draußen, wie ich es erwartet hätte, aber wenn wir uns angucken, 2,4 GHz WLAN ist da eher mäßig nur drin. Können wir ein bisschen rauszoomen. Dann sehen wir auch die einzelnen Spitzen und gerade da, wo das WLAN ist, ist halt so eine Lücke, wo wir relativ hoch rauskommen. Ich meine, es ist noch 3,5, es ist jetzt nicht ganz so schlecht, wie ich es vermutet hätte, aber der Peak ist definitiv woanders. Der ist sehr weit hier hinten. Lass mal gucken, wo der rumgeistert. Wenn wir jetzt hier gucken, 2,481 MHz, da ist der Peak. Das heißt also, lasst mal gerade schauen, 2,481, das wäre so WLAN-Kanal 13. Wenn wir also den WLAN-Kanal 13 einstellen würden, zusammen mit der Antenne, hätten wir eine wesentlich bessere Antennenleistung, als wenn wir den WLAN-Kanal 1 holen würden. Und ihr seht ja auch den Unterschied. Hier haben wir jetzt 1,111, so um den Dreh, 1,11 auf der Frequenznummer 13. Und auf der Frequenznummer 1 hatten wir halt eher so 3,5 als SWR. Also doch schon ein gewaltiger Unterschied. Das ändert sich natürlich auch wieder, sobald ich hier die Antenne irgendwie ein bisschen bewege. Kriege ich die hier bewegt? Lasst mal schauen. So, jetzt geht es ein bisschen in die andere Richtung und 1,5 ist immer noch besser, aber wir sehen, die Peaks liegen definitiv außen rum. Jetzt haben wir den anderen als Peak. Gehen wir da mal hin, was das ist. Ja, der Peak ist jetzt bei 2,387, 2,388 GHz. Also auch noch ein bisschen entfernt und wenn wir auf die 2,40 gehen, bisschen besser, 2,4, 2,5. Das heißt also, ihr solltet eventuell erst die Antenne aufbauen und dann einmessen oder das Ganze andersrum machen und beim Aufbau gucken, dass das zur Frequenz passt, die ihr wollt. Aber so kann man halt dann das Ideale rausholen aus so einer Antenne. Was mich jetzt halt auch wirklich überrascht, weil ich hätte gedacht, dass diese Antenne nicht für 2,4 GHz gedacht ist. Da laufen sehr viele von auf eBay rum, die dann eher so bei den LTE-Frequenzen eine gute Figur machen. Aber die hier ist anscheinend gar nicht mal so schlecht. Ich meine, wir können mal runtergehen, machen wir mal das komplette Spektrum hier. Und dann sehen wir, na doch, da unten beim LTE-OI, ja, definitiv, da ist in dem LTE-Band auf jeden Fall auch noch was drin. Lass mal schauen, was ist die Frequenz, die da so gut rumspielt. 1,158 GHz, da hat er nochmal einen Peak mit einer 1,05, also einer relativ guten Sache. Lass mal gucken, ist das irgendeine LTE-Frequenz oder sowas? Ja, und ich habe gerade mal geguckt, also bei der Frequenz kann ich nichts finden, was irgendwie interessant sein dürfte. Das scheint so Flugzeugnavigation zu sein, die in dem Frequenzband rumhängt. Aber auf jeden Fall kein Handynetz oder sonstiges, auch die anderen, was auch immer der hier unten noch kann. Uns hilft es auf jeden Fall nicht weiter, aber glücklicherweise haben wir ja gesehen, dass er auch beim WLAN jetzt nicht so eine schlimme Figur abmacht. Also da haben wir auch noch einen Peak. Und ich denke, das ist zumindest halbwegs nutzbar. Wirklich interessant ist das Ganze wahrscheinlich am ehesten für Leute, die selber mit Antennen und so rumbauen. Das heißt also selber zum Beispiel Antennen machen. Ist jetzt nicht unbedingt mein Bereich, aber ne, wir müssen es ja irgendwie mal zeigen. Deswegen habe ich mir hier mal eine Dipol gebaut. Also einfach ein Stecker mit zwei Drähten zur Seite. Die sind ein bisschen länger als das, was der Kalkulator sagt. Also klemmen wir das Ganze mal an, gucken, was das Ding hier so meint dazu. Und versuchen das mal ein bisschen zu tunen. Gehen wir mal rüber. Okay. Wir sind definitiv bei der falschen Frequenz. Ich stelle mal das mal gerade hier ein. So, und ich habe das Ding jetzt mal angeklemmt. Wir sehen den Pfeil bei 866 MHz. Da ist es nicht so berauschend. 2,4, 2,8 so um den Dreh. Wir sehen aber definitiv hier einen Peak, der aktuell ein bisschen unterhalb der Frequenz ist. Unterhalb heißt, dass unsere Antenne zu lang ist. Das heißt, ich hole jetzt mal hier meine Präzisionsschneider und schneide mal ein Ding ab. So und. Okay. Ich sollte vielleicht etwas mehr Gefühl walten lassen. Jetzt sind wir definitiv drüber. Aber ihr seht, im Prinzip kann man hiermit, wenn man was mehr Gefühl in den Fingern hat, so eine Antenne tunen. Wo sind wir jetzt gelandet? Lasst mal schauen. Knapp daneben. 873 Megahertz, da hätten wir jetzt 1,4, 1,3. Das ist immer noch keine wirklich gute Antenne, aber es ist auf jeden Fall deutlich besser als das, was wir eben hatten. Ich denke, ihr könnt sehen, so kann man da definitiv sich eine Antenne selber bauen und auf die passende Frequenz bringen.
auch wenn es nicht immer so sauber funktioniert. Also, ihr habt gesehen, damit kann man eine Menge machen. Es ist natürlich besonders geeignet für Leute, die sich mit Funktechnik befassen, also zum Beispiel Amateurfunker oder ähnliches. Gerade wenn man selber Antennen baut, kann das wahrscheinlich helfen und naja, der das gelernt hat, dürfte sich dabei auch ein bisschen besser anstellen, als wie wo ich hier das tun tue. Ansonsten, die Messwerte scheinen soweit zu stimmen. Also das, was ich hier gesehen habe, das stimmt so Pi mal Daumen mit dem überein, was ich erwartet habe. Und Kollege Andreas Spieß hatte auch mal das Ganze gegen einen professionellen Antennenanalysator geworfen. Und die Werte waren noch da relativ ähnlich. Also ich denke nicht, dass es da größere Probleme gibt, mindestens mal für so den Hobbybereich bis einfache Anwendungen aus dem kommerziellen Bereich sollte das hier auf jeden Fall hinbekommen. Wie lange es am Ende hält, muss man mal gucken. Ich meine, hey, es ist ein Alu-Gehäuse, soweit ist schon mal gut. Der Akku hat bisher relativ gut gehalten, also es ist immer noch die erste Ladung. Ich habe ihn viel benutzt und habe jetzt 70% noch über. Also von der Seite also okay, auch die Firmware ist mir bisher noch nie wirklich abgestürzt. Das sieht also alles ganz gut aus und ja, tut zumindest bisher mal hier das, was es soll.